Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute der zweite Teil zu der Einstellungsreihe für die Canon EOS R5 und R6. Im ersten Teil hatte ich euch ja schon das Aufnahmemenü für die Fotografie vorgestellt bei der Canon EOS R5. Das verlinke ich euch hier oben nochmal in die Infokarte, da könnt ihr da nochmal reinschauen. Heute geht es um das AF-Menü und hier sind natürlich alle Einstellungen drin, die sich irgendwo mit dem Autofokus-System, was ja einer der Stärken der Canon R5, R6 sind, beschäftigt und wo man da die ein oder andere Feineinstellung machen kann, beziehungsweise das Ganze erstmal konfiguriert, damit man da vernünftig mit arbeiten kann. Wie ihr es gewohnt seid, hier verlinke ich euch wieder die Zeiten, wann ich zu den einzelnen Bereichen hier komme. 1, 2, 3, 4, 5. Heute geht es etwas schneller als beim Aufnahmemenü. Dann könnt ihr da euch dann ein bisschen orientieren. Bei YouTube kann man das auch mittlerweile in die Videobeschreibung verlinken, Kapitel für Kapitel. Auch das werdet ihr hier unter diesem Video finden und ich werde euch das entsprechend einrichten. Dann könnt ihr bei Bedarf immer mal wieder euch den einen oder anderen Punkt raussuchen, wenn da nochmal Fragen sind oder ihr noch nicht das ein oder andere gefunden habt und konkreter noch nachsuchen wollt. Ja, was gibt es noch zu sagen als Einstieg? Hier noch ein kleiner Hinweis. Logischerweise, wenn ihr eine Linse habt, die einen Autofokus-Schalter habt, müsst ihr natürlich noch daran denken, das auf AF oder MF zu stellen, je nachdem, was ihr da bearbeiten wollt. Und ansonsten können wir gleich einsteigen. Intro verzichten wir heute drauf. Heute gibt es reine Wissensvermittlung, reinen Wissenstransfer und starten wir gleich mal mit dem entsprechenden Menü. Firmware 1.1.1 müsste das sein, die ich hier drauf habe. Es kann immer mal wieder zu kleineren Veränderungen kommen, je nach Firmware bei Canon. Aber da müsst ihr in die Kommentare bzw. Videobeschreibung hier noch gucken. Das werde ich entsprechend dann noch eventuell anpassen. Und dann steigen wir gleich mal ein ins AF-Menü. Und zwar schauen wir uns das Ganze hier mal an. Und da geht es los. Ich habe die Möglichkeit bei Canon halt den AF-Betrieb, wird das genannt, zu verändern in OneShot und Servo AF. Bei anderen Herstellern sind die Begrifflichkeiten etwas anders, aber letztendlich sagt es das Gleiche aus. Und ich habe mir hier mal so eine kleine Testszene aufgebaut. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, wenn ich jetzt hier scharf stelle oder nicht scharf stelle, ja, jetzt scharf stelle und ihr seht, das Ganze wird jetzt im Grün dargestellt, dann ist das jetzt fokussiert. Und wenn es grün dargestellt ist, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, das ist auf jeden Fall One-Shot AF. Und der Fokus bleibt dann auf dem Punkt, den ich da gewählt habe. Wenn ich jetzt hier die Maggie mal scharf gestellt habe mit halb durchgedrücktem Auslöseknopf, dann bleibt das auch so, bis ich den loslasse. Jetzt habe ich ihn losgelassen. Die Farbe wird wieder weiß von dem Kästchen zum Fokus setzen. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann bleibt halt der Bart scharf und fokussiert. Und der bleibt auch so lange, bis ich den Fokusknopf wieder loslasse. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, den Fokus auszulösen. Ich habe das hier im Standard und werde das auch nur so hier erklären. Halb ausgedrückte Auslösetaste fängt an, den Fokus zu setzen und den Autofokus, der fängt an zu arbeiten und sich den halt den Fokuspunkt entsprechend zu suchen. Da gibt es natürlich noch Backbutton-Fokus und andere Varianten. Die kann ich euch gerne mal in einem anderen Video erklären. Heute halt nur diese Variante. Ja. Was gibt es noch? Warum gibt es hier One-Shot AF und Servo AF? Ja, bei Servo AF, da mache ich mal den Zoom hier, seht ihr, der Punkt ist der Fokusrahmen, der ist jetzt blau und bei halb gedrückter Taste sucht er einfach in dem Kasten neu nach dem Fokus und versucht ihn dann halt scharf zu stellen. Das ist natürlich wichtig, gerade bei Bewegungen und anderen Sachen, die man dann so fotografieren will. Die Kamera schiebt dann einfach den Fokus immer wieder hinterher, wenn Leute sich bewegen, auf ein Zurennen und solche Szenen. Dann versucht die Kamera halt bei Servo AF halt sich das Ganze halt nachzuziehen. Je nach Arbeitsweise, da muss man sich überlegen, was man da lieber hätte. Wenn man halt mit Unschärfe, Schärfe arbeiten möchte, ist das ein wichtiger Aspekt. Und hier halt auch noch immer der Hinweis, grüner Rahmen beim Scharfstellen, One-Shot AF,
blauer Rahmen, Servo AF. Und dann kann man ja schon immer beim Arbeiten sehen, ah, ich habe Servo oder One-Shot aktiviert. Und der Unterschied ist einfach One-Shot, halbgedrückter AF, halbgedrückter Autofokus. Der bleibt dann auch festgenagelt, bei Servo AF wird es nachgezogen. Dann kommen wir auch schon zu den Methoden, wie die Kamera denn überhaupt anfängt, den Fokus sich zu suchen. Es gibt verschiedene Kriterien, um der Kamera überhaupt die Bereiche zu geben, wo sie halt den Fokus überhaupt suchen darf. Mehr verbirgt sich unter dem ganzen Menü eigentlich nicht. Es geht nur darum, Kamera, du darfst hier in diesem Bereich suchen, setz mir mein Motiv scharf. Und das Gröbste ist da irgendwo hier dieses Gesichtserkennung mit dem Rahmen dahinter. Und dann gilt mehr oder weniger alles. Der ganze Autofokusbereich, und ihr wisst das, die kann hier halt in dem ganzen Bereich hier sich den Autofokus setzen. Und dann versucht sie einfach, da die Motive, die am nächsten der Kamera sind, oder ein Gesicht haben, sie hat jetzt auch noch die Gesichtserkennung an, scharf zu stellen. Das bietet ja der Kamera die höchste Flexibilität, irgendwas einfach auszuwählen. Das sind oft Ergebnisse, die nicht wirklich nachvollziehbar sind. Jetzt hier in dem Setup zum Beispiel, die nimmt halt immer irgendwas, aber das Ganze, und das zeige ich euch jetzt nochmal, hat natürlich, da verbirgt sich auch die Gesichtserkennung drunter. Und wenn ich jetzt hier Gesichter habe, nimmt die immer irgendein Gesicht oder Auge und versucht da halt drauf scharf zu stellen. Das ist ganz praktisch. Augen AF ist noch nicht an, deswegen pingelt sie hier noch so ein bisschen rum. Das ist auch nur ein iPad-Bild, Corona-konform halt. Da müssen wir halt ein bisschen heute uns alle ein bisschen einschränken. Aber in dem Modus ist es halt so, dass die Kamera halt nach Gesichter sucht, findet sie keine Gesichtertiere, was noch immer da als Vorauswahl drin ist, nimmt sie die gesamte Autofokusfläche und versucht da irgendwas halt entsprechend scharf zu stellen. Das ist manchmal hilfreich, wenn die Gesichtserkennung genutzt wird, aber oft auch ein bisschen willkürlich. Und dafür gibt es halt dann noch ein paar andere Punkte, zum Beispiel den Spot AF. Und bevor ich den jetzt nutze, gibt es da noch einen kleinen Tipp zwischendurch, weil viele wollen diesen Punkt, Fokuspunkt, den wir jetzt hier haben, den wollen die natürlich möglichst komfortabel versetzen. Und dann hat sich Canon irgendwie gedacht, ja, da machen wir erstmal ein Rätsel von, wie man den versetzt, weil jeder erwartet natürlich bei einer R5 und R6 mit einem Joystick, das Ding kann ich bestimmt mit einem Joystick versetzen. Kann ich auch, aber da muss ich erst was einstellen und das zeige ich euch jetzt mal eben. Und zwar muss ich dann hier in die Custom Functions gehen, da muss ich die Tasten anpassen und da muss ich tatsächlich ganz runter hier und dann kann ich hier mir die Taste, das ist tatsächlich die letzte Taste, um nicht zu fassen, hier den Joystick anpassen und hier, das steht tatsächlich auf keine Funktion im Standard, da muss ich mir hier tatsächlich die Direktauswahl des AF-Feldes auswählen und kann dann halt mir den Fokuspunkt, den Rahmen entsprechend auch mit dem Joystick anpassen. Das ist ja die zu erwartende Funktion, die man da hat, meiner Meinung nach. Und ja, hier, dann geht sie. Und das kann ich dann halt machen, wenn ich hier, muss mal wieder zur AF gehen, die Methode Spot oder Einzel-AF benutze. Das ist einfach der Unterschied in der Größe der verschiedenen Punkte und das Ganze sorgt halt dafür, dass ich jetzt hier so einen relativ kleinen Fokuspunkt nur habe. Und wenn ich jetzt hier den Einzel-AF auswähle, dann ist der Punkt halt etwas größer und die Kamera sucht dann halt hier in dem Bereich. Ja, jetzt hat sie orange, orange heißt immer, sie kann den Fokus nicht setzen und dann versucht sie halt in dem Bereich den Fokus zu setzen. Ja, das ist eigentlich Spot und Einzel-AF. Wir können das Ganze noch erweitern, indem wir da noch ein paar Punkte drüber rumsetzen. Aber ihr seht, je größer der Punkt, desto mehr Varianten hat die Kamera nachher in dem Bereich zu suchen. Der Bereich zum Beispiel mit dem erweiterten AF, der ist natürlich praktisch, wenn ich
Sachen habe, die sich dann in einem gewissen Bereich vielleicht bewegen. Und dann sucht die Kamera halt mit Servo-AF immer in diesem Bereich und schwenkt mich für auf vielleicht, wenn ich eine Band fotografiere, hinten auf einen anderen Gitarristen oder so, sondern ich kann den Bereich schon mal festlegen, wo da überhaupt irgendwas scharf gestellt werden will. Dafür ist dieser erweiterte Bereich. Dann kann ich ihn nochmal erweitern mit dem Kästchen drumherum. Also ihr seht, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Bereiche zu vergrößern, wo die Canon ihren AF oder den Fokus nachher setzen will. Aber letztendlich, ja, wird man sich da auf die eine oder andere Methode beschränken. Hier haben wir nochmal einen ganz großen Kasten, der ist dann wie die ersten Verfolgerbereiche, nur halt, den kann ich dann halt auch verschieben und der begrenzt dann den Bereich wieder auf etwas kleineren Rahmen. Und dann haben wir hier noch die beiden Balken, einmal vertikal und einmal horizontal. Auch die kann ich bewegen und dann wird halt nur in dem Bereich gesucht, wo dieser Rahmen ist. Ja, und das Ganze gibt es auch nochmal horizontal hier in dem Bereich. Und ja, das verändert im Großen und Ganzen nichts. Das sind die Methoden. Es sind, sieht erschlagend viel aus, aber letztendlich geht es darum, viel mit, will ich Gesichtserkennung, Augenerkennung nutzen, dann nutze ich halt die Methode hier am Anfang. Hier diese Verfolger- und Gesichtserkennungsmodi und alles andere ist mehr oder weniger dafür da, um zu sagen, such nur in diesem kleinen vorgefertigten Bereich und je undefinierter das Motiv ist, je mehr Bewegung in dem Motiv ist, desto größer muss ich halt die Bereiche wählen und der Kamera die Möglichkeiten lassen, mir einen Fokus anzubieten. Wie wir die Vielzahl dieser Methoden auch noch eingrenzen, damit man die bei der Auswahl gar nicht zur Verfügung hat, das zeige ich euch auch noch, weil meiner Meinung nach ist das ziemlich lästig, wenn man die immer alle durchblättern muss. Viele kennen das vielleicht von euch. Ich kann das auch hier über diese Taste auswählen. Dann kriege ich hier diese Auswahl unten und kann dann halt die einzelnen Punkte auswählen. Das kann ganz schön lästig sein. Wie man das Ganze noch umgeht, das zeige ich euch gleich auch noch. Da gibt es natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich kann mir meine Kamera immer relativ gut auch anpassen. Das ist ja, relativ praktisch, gerade bei der Auswahlmöglichkeitenvielfalt bei den AF-Methoden. Aber kommen wir schon zum nächsten Motiv erkennen. Und da gibt es dann halt die Möglichkeit erkennen, jetzt zu sagen, gucke erst nach Personen, erst nach Tiere oder keine Priorität, dann lasse ich der Kamera halt wieder freie Wahl. Er nimmt normalerweise dann das Motiv, was am nächsten ist. Aber ansonsten kann ich sagen, jemand geht mit seinem Hund Gassi, ich will den Hund aber nicht scharf haben, mach mir immer die Person. Und, oder ich will die Tiere nur haben und keine Leute im Hintergrund, die da vielleicht noch in irgendeinem Zoo noch sind. Dann kann ich mir das halt auch noch einstellen. Oder wie gesagt, keine Priorität. Augenerkennung ist jetzt deaktiviert, logischerweise, weil ich hier den Verfolgermodus aus habe. Wenn ich ihn anhabe, kann ich hier auch wieder die Augenerkennung nutzen. Und das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Hier halt bei dem Muster, was ich euch da gerade gemacht habe oder gezeigt habe hier. Da zeigt der normalerweise hier die einzelnen Augen an. Und wenn ich hier im kontinuierlichen Modus bin, ja, ihr seht schon, das ist, hat nicht genug Tiefe für die Kamera. Ihr erkennt dann immer ein Auge, aber auch alles Geflipper. Das ist halt bei Servo-AF. Wenn ich aber hier auf One-Shot gehe, dann gibt es einen Bonus. Und zwar seht ihr hier jetzt, die Augen werden erkannt und ich kann die jetzt durchblättern. Und das hatte ich bei der R auch schon mit dem gleichen Problem, dass das linke Auge aus unserer Sicht jetzt hier von diesen Herren auch von dir kennen, eher aus R5 und R6 nicht erkannt werden. Warum und weshalb nicht, ist so halb geschlossen. Das scheint dann doch aber hier bei der Dame auch. Also das scheint da irgendwo in der Intelligenz der Kamera noch nicht so ganz drin zu sein. Aber ansonsten seht ihr, funktioniert das sehr gut. Und diese Möglichkeit habe ich nur bei One-Shot.
AF. Ansonsten steht mir das Ganze da nicht zur Verfügung. Die Augenerkennung läuft dann auch, aber ihr seht, ich stelle das nochmal um. Ah, hat er nicht genommen. So, Servo. Aber ihr seht, das flippert dann doch ein bisschen eich rum und da muss ich halt die Mitte erstmal da hinsetzen, das Fadenkreuz, und dann bleibt er auch da drauf. Aber es ist eine andere Arbeitsweise, das muss jeder für sich sehen. Aber wie gesagt, die beiden Varianten gibt es. Und Augenerkennung, Personenerkennung könnt ihr euch aktivieren, deaktivieren, wie ihr es braucht. Grund, um die Augenerkennung zu deaktivieren, habe ich jetzt so nicht. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren als Hinweis lassen. Fällt mir spontan jetzt gar nichts ein. Dann haben wir hier den kontinuierlichen AV. Und da bin ich, würde ich euch sagen, seid damit etwas vorsichtig, weil der kontinuierliche AV, den machen wir jetzt auch mal an, der sorgt dafür, dass selbst wenn ich hier nicht, ich drücke hier also nicht auf die Taste, trotzdem das schon immer nachgestellt wird. Ihr seht das auch unter hier noch besser. Die Kamera fängt also schon selber an zu pumpen, je nach entsprechendem Autofokussystem, ohne dass ich überhaupt auf die Taste drücke. Was natürlich in letzter Konsequenz zur Folge hat, dass irgendwann euer Akku mal etwas kürzer hält, als ihr es vielleicht erwartet. Von daher kann ich euch nur empfehlen, macht das nur, wenn ihr es wirklich braucht. Ich habe das jetzt hier beim Film natürlich, Movie Servo AF nennt sich das dann. Die folgt mir natürlich ständig, auch wenn die selber nicht aufnimmt, sondern ein externer Rekorder aufgezeichnet wird. Dafür macht Sinn, dafür hat es aber auch Dauerstrom. Aber sonst sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, was man da einstellt. Und meiner Meinung nach ist das nicht wirklich nötig, dass die Kamera die ganze Zeit das macht, außer ihr arbeitet vielleicht auf Stativ, wollt selber fotografieren, euch selber fotografieren, Selfies machen oder was auch immer, dann könnt das natürlich, dann fehlt natürlich die Zeit oder die Autofokussierzeit ist dann schon immer drin. Ihr habt immer das Motiv scharf, müsst ihr selber wissen. Geht halt alles. Dann haben wir hier unten Touch and Drag AF. Das war eine super Sache bei der Canon EOS R. Da kann ich halt über Teile des Displays mir den Fokus setzen. Ja, wie so ein virtueller Joystick. Ich kann dann auch, wenn ich möchte, das Ganze erstmal aktivieren. Relativ ist das, wie das Ganze verschoben wird, ob das Ganze halt direkt absolut auf dem Punkt ist, wo ich gerade drauf drücke, oder ich verschiebe es immer als parallel zu dem, wo ich gerade mich bewege. Und dann kann ich hier noch die Bereiche einsetzen, welche ich überhaupt für diese Touchfläche benutzen will. Also oben links ist wahrscheinlich für Leute, die mit dem linken Auge da durchgucken oder die Kamera ganz anders halten, oder nur unten. Ich habe es ja eigentlich immer oben rechts, heißt eigentlich, ich habe hier diesen Bereich dafür zur Verfügung, um hier mir den Autofokus zu setzen. Da kann ich halt das so nutzen, als wenn ich keinen Joystick hätte, aber jetzt habe ich ja wieder einen Joystick, von daher weiß ich nicht, wer nutzt es noch von euch. Ganz interessant war das. Manchmal hatte man ein bisschen Probleme, wenn man halt mit der Nase oder so vors Display kam, dass dann der Fokus versetzt wurde, aber meiner Meinung nach für Kameras, die keinen Joystick haben, wie diese Canon EOS R und RP, war das eine schöne Alternative. Aber jetzt meine ich, ist das ein bisschen hinfällig, aber viele haben sich da vielleicht auch schon dran gewöhnt und nutzen das Ganze jetzt dann vielleicht noch gerne weiter. Schlecht war es nicht, vielleicht nutze ich auch irgendwo das Ganze wieder. Im Moment bin ich eher auf dem Joystick unterwegs. So, kommen wir zum zweiten Reiter und hier kommen wir zu den Sachen, die ersten beiden Punkte, die fürs manuelle Fokussieren ganz wichtig sind. Wichtig ist natürlich, wenn wir hier mit dem manuell Fokussierhilfen arbeiten, dass unser Objektiv hier auch auf manuell fokussiert steht. Und dann haben wir hier so zwei nette Einstellmöglichkeiten. Einmal Einstellung für MF Peaking. Da kann ich hier das Peaking erstmal einstellen und die Empfindlichkeit und die Farbe einstellen. Peaking ist, da werden
im Bild, das blende ich euch jetzt noch ein, da werden die fokussierten Umrisse, die werden nochmal farblich abgegrenzt, damit man sieht, wo der Schärfebereich sich denn gerade bewegt. Und je nachdem, welche Blende ihr gerade an eurem Objektiv benutzt, je kleiner bzw. je offenblendiger ihr fotografiert, desto kleiner ist natürlich auch der Schärfebereich. Und das ist eine gute Hilfe, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich da überhaupt der Schärfebereich so bewegt durchs Bild, durch welche Achse man sich da gerade bewegt. Und kann ich jedem mal empfehlen, wenn ihr ein neues Objektiv mal habt, ein bisschen dann Gefühl für bekommen wollt, manuell fokussieren, mal Focus Peaking anmachen und dann überhaupt sehen, wo liegt denn mein Schärfebereich aktuell. Das kann durchaus hilfreich sein. Dann haben wir noch die, kommen wir hier wieder zurück, den Fokusassistenten, den kann ich euch hier zeigen. Und je nachdem, wo euer Fokuspunkt sitzt, und ihr seht hier so einen kleinen Kasten, wie beim Fokussieren generell, nur es steht natürlich auf manuell fokussieren. Da sind zwei Bereiche oben und unten unter noch, und aufgrund dieser Pfeile könnt ihr dann sehen, wie weit ihr noch wohin, in welche Richtung drehen müsst, damit ihr das Ganze fokussiert bekommt. Und ihr seht, wenn es dann grün ist, die beiden Pfeile übereinander stehen, dann ist der Fokus richtig. Und anhand der Pfeile, wenn ich jetzt hier bin, bin ich zu weit weg. So, und hier bin ich zu weit, hier bin ich mit dem Fokus zu weit weg, so, und hier bin ich zu kurz dran, so. Ne? Und da könnt ihr halt euren Fokus entsprechend einstellen. Wenn ihr manuell fokussieren wollt, ist das noch so eine kleine Hilfe, um zu gucken, wo muss ich denn mit dem Fokus überhaupt hin, wenn ich manuell fokussieren möchte. Gibt immer Gründe, wir sind keine bekannt, aber könnt ihr gerne mal ausprobieren, und das kann mal helfen. So, ich stelle mir das Ganze jetzt hier wieder auf Automatik AF, Autofokus, und dann kommen wir hier schon zum nächsten, die AF-Lichtaussendung, die ist dann dafür da, wenn es dann zu dunkel ist und die Kamera dann keine Möglichkeit mehr hat, um das Ganze noch zu fokussieren oder beziehungsweise einen Kontrast zu finden, der das dann unterstützt. Und dann gibt es hier so eine kleine LED, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die wird dann aktiviert und dann versucht er halt das Ganze entsprechend zu fokussieren mit Hilfe des Lichts. Und das seht ihr schon, da gibt es auch das, die Möglichkeit, mit einem externen Blitz das zu machen. Wenn an dem Blitz dann ein LED-Hilfslicht ist, kann dieses dazu verwendet werden. Eigentlich hatte ich da bis jetzt noch nie Probleme mit. Das stört meiner Meinung nach nicht wirklich. Von daher kann man das ruhig anlassen, wenn es der Kamera dann hilft beim Fokussieren. Es gibt natürlich auch Gelegenheiten, wo es dann eher störend ist. Dann sollte man da eventuell drauf verzichten. Ja, das war schon der Reiter 2. Jetzt kommen wir zu Reiter 3. Und ihr seht, der sieht auf den ersten Moment etwas verwirrend aus. Den kannte man so von Canon auch eigentlich nicht. Das ist halt die Konfiguration fürs Servo AF, also fürs AF, der kontinuierlich, nicht kontinuierlich, aber beim Fokussieren, also wenn ich die Fokustaste, Backbutton oder eben den Auslöser halb durchdrücke und dann Servo AF gedrückt habe, das sind die Parameter, die ich einstellen kann, wie die Kamera dann versucht, den Fokus zu halten. Und es gibt, Canon hat sich da so ein paar Cases, also so ein paar Fälle ausgedacht. Mehrzweckeinstellung, vielseitige Mehrzweckeinstellung ist immer so, ja, sagt nicht viel, weiterverfolgen und Hindernisse ignorieren. Wenn einer zum Beispiel hinterm Baum verschwindet beim Joggen, das wird dann einfach weitergeführt. Sofort eintreten beim Fahrradstart oder sowas zum Beispiel. Sachen, die schnell bezögern, also Fußball mehr oder weniger. Egal wie komplex das ganze Menü aussieht, keine Panik. Eigentlich ist das Ganze relativ. Jetzt bin ich ins falsche Menü gegangen. Eigentlich ist das relativ einfach zu erklären, weil eigentlich geht es nur um die beiden
Einstellung hier immer, Servoreaktion und die für Beschleunigung bzw. Verzögerung. Und ihr seht schon, je nachdem, was ich hier auswähle, werden eigentlich nur die Parameter entsprechend angepasst. Und diese Fälle sollen ein bisschen helfen bei der Auswahl der einzelnen Punkte, aber letztendlich geht es darum, wie schnell soll der Servo reagieren, soll er relativ nervös sein, also super schnell reagieren, dann ziehe ich hier die Reaktion auf Plus und wie schnell soll der verzögern bzw. beschleunigen, das kann ich hier rüber setzen und ich kann das Ganze über die Rate-Taste mit dem Mikrofon, ich zeige euch die mal eben, das ist diese Taste hier, darüber kann ich dann in die einzelnen Punkte auch noch reingehen und dann halt diese Sachen mir auch noch anpassen, um das Ganze hier ein bisschen für meine Bedürfnisse anzupassen. Eventuell habe ich ja, fotografiere ich immer Fußball, Eishockey und Schwimmen oder so und kann mir dann halt für die drei Anwendungsfälle jeden einzelnen Punkt entsprechend anpassen. Dann sind die Beschreibungen zwar hinfällig, aber ich habe hier halt Speicherpunkte. Automatisch oder Autofunktion, ja, spricht immer dafür oder hört sich immer so an, als wenn die Kamera jetzt super intelligent ist. Da gibt es natürlich auch irgendwelche Algorithmen, die dahinter liegen, die das Ganze dann irgendwie versuchen, möglichst passend zu haben. Ja, man überlässt der Kamera einfach die Einstellung. Darf dann aber auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht passt, weil man weiß nicht genau, wie es macht. Und ja, sie hat es halt so für einen entschieden, ohne halt genaue Parameter bekommen zu haben. Also muss man halt damit zufrieden sein, mit dem, was man bekommt. Von daher, ja, Auto ist immer die schlechteste Wahl, meiner Meinung nach. Aber ich habe es immer auf Case 1, glaube ich, stehen und komme da ganz gut mit zurecht. Jeder, der da spezielle Fälle hat, der weiß, wie er damit was einzustellen hat. Und je nachdem, gerade bei Sportfotografen und so, mit der Canon EOS 6, gibt es da bestimmt die ein oder andere tolle Anwendungsmöglichkeit. Kommen wir zu dem Punkt 4. Und zwar gibt es hier den Objektiv Elektronik MF. Es gibt Objektive, die haben natürlich einen elektronischen Fokus by Wire. Da kann ich halt... Da drehe ich nicht wirklich irgendwas mechanisch im Objektiv, sondern das Ganze wird elektronisch gemacht. Ich habe leider kein entsprechendes Objektiv da, aber hier, kann ich die Parameter einstellen, wie ich damit umgehen möchte. Heißt, wenn ich jetzt einen Fokus gesetzt habe, kann ich diesen im manuellen Fokus nicht mehr benutzen bei diesen entsprechenden Objektiven. Heißt, ich kann nicht nachträglich noch den Fokus wieder verändern. Bei One-Shot aktiviert geht das und dann gibt es noch die One-Shot aktiviert und dann vergrößert. Dann wird das Bild nochmal vergrößert, um halt etwas genauer noch zu fokussieren oder halt deaktiviert im Autofokus-Modus. Ich denke auch, der Fokus sitzt mittlerweile so gut, dass es da nicht wirklich ein Problem gibt. Und man kann das Ganze sowieso relativ schnell noch überstimmen, wenn man an dem Fokusrad noch dreht. One-Shot HAF Priorisierungsauslösung. Das ist hier ein Menüpunkt, der ist auch nicht ganz unwichtig. Da ist halt die Frage, scharfes Bild oder Bild überhaupt. Und ich habe es hier, ihr seht schon ganz rechts, ich weiß gar nicht, ob es die Standardeinstellung ist, aber mir ist es relativ wichtig, dass das Bild scharf ist. Also wenn ich auslöse, wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass der Fokus sitzt und nicht einfach ausgelöst, obwohl der Fokus noch nicht da ist, wo er hingehört. Das kann ich hier mit konfigurieren. Dann habe ich hier einen Menüpunkt nachgefügte Motive wechseln auf 1. Da kann ich auch nochmal den Autofokus beim Nachführen etwas auf die Sprünge helfen, wie sehr er da nachführen soll. Also rechtsrum 2 relativ schnell und deaktivieren. Er soll es gar nicht wechseln, das Motiv. Es steht bei mir auf der 1. Dann habe ich hier Schärfe suchen, wenn AF unmöglich, also wenn er kein Autofokus findet oder beziehungsweise der Autofokus es nicht schafft, den Fokus zu setzen, also irgendeinen Bereich des Bildes scharf zu bekommen, dann kann man hier sagen, ja, dann hör auf zu suchen. Dann wäre das hier, Schärfe suchen, stoppen, dann hört ihr einfach irgendwo auf.
oder die fortfahren, dann habe ich ein dauerhaftes Pumpen, solange ich den Fokus suchen lasse, also halb den Auslöser drücke, beziehungsweise Backbutton-Fokus drücke. Das ist natürlich, ja, das muss man selber wissen, wenn man sicher ist, es müsste eigentlich irgendwie klappen, kann man das natürlich weiter suchen lassen, aber gerade bei langen Brennweiten und großen Teleobjektiven, die haben schon einen großen Bereich, den sie da ab und hin und her fahren. Da kann das schon ziemlich lange und lästig werden. Die kann man dann zwar auch begrenzen, wie, ob sie in welchem Bereich sie dann überhaupt suchen, in welchem Abstand zum Objektiv. Aber da kann ich halt noch die Einstellung wählen, wie das Ganze von der Kamera gehandelt werden soll. Die fährt dann einmal durch und wenn sie nichts findet, dann ist es halt vorbei. Dann AF-Methoden begrenzen. Das finde ich eigentlich ein relativ spannendes Menü. Da kann ich halt alle Punkte, wo ich sage, die benutze ich nie, von vornherein abwählen. Ihr kennt das ja, hier oben habe ich die Möglichkeit, über diese Taste hier mir die einzelnen Punkte auszuwählen. Und dann kann ich hier mit der vorderen Taste ja die einzelnen Punkte durchwählen. Das ist auch noch so ein Punkt, da kommen wir gleich auch noch drauf. Da kann ich dann aber hier natürlich sagen, ich möchte alle zur Verfügung haben, aber ich kann auch sagen, ich möchte auf gar keinen Fall in dem vertikalen Bereich was haben. Den horizontalen werde ich nie suchen und den erweiterten Bereich, den möchte ich auch nicht haben. Dann kann ich das Ganze hier mit OK verlassen. Und wenn ich jetzt hier in dem vorderen Bereich gucke, seht ihr, er wählt sie gar nicht mehr aus. Er zeigt sie noch an, aber er wählt sie nicht aus. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn ich ja schnell meine Fokussiermethode mal ändern will, dann brauche ich hier nicht die ganzen Dinger durcheiern. Das ist ja von Zeit zu Zeit noch ziemlich umständlich. Und wenn man sagt, ich mache nur zwei oder drei nutze ich, dann komme ich natürlich damit deutlich schneller zum Ziel. Von daher sollte man sich das mal angucken und seine Kamera, ja, wie heißt es so schön heute, customizen und ein bisschen anpassen. Aber die Möglichkeit gibt es da halt, könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Dann habe ich hier noch die MFN-Taste oder die Hauptwahltaste zur Auswahl der AF-Methode. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben also hier angefangen zu wählen und dann hier die einzelnen Punkte durchgewählt, hier mit dieser Taste. So, kann ich euch das mal zeigen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen lästig. Das kann man hier auch umstellen mit dem Hauptwahlrad. Also hier drauf drücken wieder, zack, und dann kann ich hier mit dem Rad vorne drehen. Das ist auch eine Sache, die muss man sich dann mal überlegen, was einem da lieber ist, drehen oder drücken. Aber wie gesagt, ihr habt halt die Möglichkeit, das entsprechend da auszuwählen. So, dann kommen wir zur AF-Messfeldausrichtung. Ihr seht schon, da gibt es halt, wenn ich im Horizontal oder vertikal wechsle, das erkennt die Kamera mittlerweile ja, dann wechselt ihr die Ausrichtung des Punktes. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, das auch umzustellen, dass es für horizontal und vertikal halt verschiedene Punkte gibt. Der wechselt dann. Meiner Meinung nach verwirrt das mehr, als dass es hilft. Wir können das hier mal eben machen. Ich wähle mir also hier ganz rechts mal ein. Ah, komm schon. So. Wenn ich jetzt drehe, seht ihr, der springt jetzt zurück und springt dann wieder, sobald ich vertikal und horizontal gehe. Das ist, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Und wenn ich das hier so habe, dann bleibt er halt immer da. Er springt jetzt nicht. Ihr seht das hier, der bleibt hier. Also, wo bin ich da? Er bleibt immer hier an dieser Stelle kleben und er ändert nicht die Ausrichtung. Das ist die Standardeinstellung. Für mich ist das eigentlich ganz sinnvoll. Aber wer schnell viel wechseln muss, der hat dann vielleicht die Priorität woanders. Da kann man das Ganze auf jeden Fall sich auch wieder anpassen, um dann halt das seinen Wünschen entsprechend nutzen zu können. Kommen wir zu dem Punkt 5. Und hier haben wir also noch die Servo AF-Ausgangsauswahl. Und hier kann ich halt für jeden Punkt getrennt einstellen, was das, wo das Anfangs-Ausgangsfeld für den Autofokus sein soll.
Das kann ich halt hier immer da für das Verfolgen einsetzen oder für die verschiedenen Punkte oder automatisch. Dann ist es ein bisschen willkürlich. Das gleiche in Grün nochmal, also nur für die einzelnen AF-Methoden im Servobereich. Dann habe ich hier die Fokusdrehung, ob ich normal oder das umgedreht haben möchte. Und dann habe ich hier noch, das ist eine Spezialität, die gibt es leider nur bei RF-Objektiven, da bin ich ja noch ein bisschen minder bemittelt, da habe ich noch keines in meinem Besitz, von daher kann ich euch das auch nur erzählen, da müsst ihr mir halt glauben, da kann man halt die Empfindlichkeit des Fokusrings ein bisschen einstellen, wie empfindlich der ist, da gibt es ja den einen oder anderen, den das nie passt, von daher, da kann man es nochmal einstellen. Und hier gibt es nochmal die Einstellung, wenn man dann halt tatsächlich seine Fokusauswahl auf den Joystick gelegt hat, kann man hier noch einstellen, wie empfindlich das Ganze dann in der Praxis sein soll. Das sind schon die Einstellungen zum Autofokus. Ihr seht, das sieht alles immer ganz wild aus, aber in letzter Konsequenz ist das eigentlich, wenn man da einmal sich damit beschäftigt und darüber guckt, ist das eigentlich alles halb so wild. Letztendlich gebe ich einfach nur immer ein Parameter der Kamera mit, wie sie denn mir den Autofokus einzustellen hat, beziehungsweise wie sie was zu fokussieren hat. Es geht einmal darum, wie in welchem Bereich sie überhaupt gucken darf nach dem Fokus oder die Schärfe suchen oder wie schnell sie dann ein Servo-AF eventuell umstellen soll, um das Ganze dann halt entsprechend zu verfolgen, wenn es da was zu verfolgen gibt. Mehr ist es halt nicht. Fotografieren im Großen und Ganzen ist ja relativ simpel. Man muss sich halt einfach mal mit diesen Parametern auseinandersetzen. Und gerade bei der R5 und R6 macht das durchaus Sinn. Für viele Spezialfälle ist der Autofokus wirklich sehr gut geeignet. Man muss ihn halt entsprechend einmal konfigurieren. Das ist ein bisschen Try and Error. Ein bisschen mal losgehen zum Fotografieren und das Ganze mal ausprobieren. Und dann wird man sich wundern, welche Ergebnisse und wie leistungsstark halt der Autofokus dieser Kameras überhaupt so ist. Wie habt ihr eure Kamera so eingestellt? Habt ihr immer auf Gesichtserkennung Autofokus verfolgen oder habt ihr ein Spot AF? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich mal brennend interessieren. Ich bin da, ja, ihr seht, meine Kamera war relativ in den Basics noch eingestellt. Ich bin häufig in der Gesichts- und Augenfokuserkennung unterwegs, wenn ich Menschen fotografiere, warum auch nicht. Und ansonsten bin ich dann im Spot-Bereich unterwegs und stelle mir das Ganze per Joystick ein. Servo-AF, da gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, um das nicht zu nutzen, weil man muss ehrlich sein, das Verschwenken, was wir früher alle so mit der Spiegelreflexkamera gemacht haben, ist bei Blenden von 1.2, 1.4, 1.6 nicht sinnvoll. Da gehen schon Bereiche wieder in Unschärfe rein, die eigentlich hätten scharf sein sollen. Von daher Servo-AF, Gesichts- oder Verfolgermodus oder Spot-AF, das sind so meine Sachen, wo ich zu Hause bin. Wie gesagt, den Punkt hin setze ich mir immer per Joystick. Ich habe euch gezeigt, wie man das umstellen kann. Vielleicht kann euch das oder hat euch das noch geholfen. Bei Fragen alles in die Kommentare. Ihr kennt das vielleicht auch. Wir haben mittlerweile oder es gibt eine sehr aktive Canon EOS R5 R6 Facebook-Gruppe, da tauschen wir uns alle mittlerweile recht rege drüber aus. Vielleicht kann ich euch ja auch mal in dieser Gruppe begrüßen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, ihr kennt das, lasst mir einen Daumen da. Die Reihe geht noch weiter. Es gibt noch das Wiedergabemenü und ich weiß, viele denken das Wiedergabemenü, aber glaubt mir, da gibt es noch das ein oder andere, was dann tatsächlich auch mir mal den Arbeitstag oder beziehungsweise den Fotografietag gerettet hat. Schaut euch das auf jeden Fall an, kommt bald auch auf meinem Kanal. Und auch die Custom Functions, die natürlich immer wieder interessant sind, weil die sind wirklich sehr unterschiedlich von Kamera zu Kamera. Auch dazu wird es natürlich hier ein Video geben, aber natürlich auch zu anderen Themen rund ums Filmen und Fotografieren. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem der nächsten Videos wieder begrüßen dürfte. Ihr kennt das. Abonniert euch den Kanal, aktiviert euch die Glocke, dann verpasst ihr keins der zukünftigen Videos. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.